Hallöchen, herzlich willkommen zur vierten oder fünften Folge mittlerweile vom Game Dev Tycoon. Ja, in der letzten Folge sind wir ja mal richtig abgeschissen. Wir haben zwar Kohle gemacht und haben auch wieder Fans. Dafür waren die letzten Spiele echt katastrophal. Und eine Vertragsstrafe haben wir auch bekommen, weil der Publisher natürlich überhaupt keinen Bock mehr auf uns hatte. Der Spielbericht von FIFA 86 hat ganz klar gezeigt, dass wir richtig gut sind im Bereich Grafik. Plattform war großartig mit dem PC und Übereinstimmung PC alle war eine gute Entscheidung. Wir haben auch noch folgende Erkenntnisse gewonnen. Derek Francis, Braden Snyder sind noch neu im Team, noch ein paar Spiele und dein Team bekommt ein größeres Potenzial. So, auch ihn werden wir in den Urlaub schicken. Wir werden direkt nochmal, ich sag mal, ein Budget von 200.000 Euro locker machen, um ein Demospiel werden wir nochmal machen. Mario Kart wurde vom Markt genommen, 583.000 Euro Umsatz, das ist jetzt auch nicht so prall. Ach, koch dein Ding. Designtechnologie. Oh, er ist aber gut. Er gefällt mir richtig gut. Geschwindigkeit und Forschung, Tony Rodriguez, den stellen wir mal ein. Stelle eine Berühmtheit ein. Oh, ist der Rodriguez eine Berühmtheit? Geil, wusste ich gar nicht. Trainieren, wir machen ein Einarbeitungstraining. Wir forschen einen besseren Dialoge. Chef, ich habe eben herausgefunden, dass einige unserer treuen Fans ein Fanspiel von Ninjas bei Nacht entwickelt haben, welches sehr viel Material aus unserem Spiel benutzt. Sie verdienen damit aber kein Geld und machen es anscheinend. Okay, sie in Ruhe lassen. Lass sie machen. Ist doch nice. Bist du wieder da aus dem Urlaub? Dann würde ich doch sagen, forsch du auch nochmal. Bessere Benutzererfahrung. Wichtig. Und dann machen wir nochmal eine eigene Engine. 3D. Bessere Dialoge. Level Editor. Hallo? Open World. Warte mal kurz, wir warten noch eben auf ihn. Kannst du auch nochmal forschen? Was kannst du denn? Mehrspielermodus kannst du erforschen. 2D-Grafik. Forschung beginnen. So, und du kannst auch nochmal forschen. Du kannst ein neues Thema erforschen. Und zwar Cyberpunk. So, was wolltest du? Hallo, ich bin Denise Reed, die Chefentwicklerin des Fangemeindes von Ninjas bei Nacht. Ich habe kürzlich erfahren, dass ihre Rechtsabteilung ihnen nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen. Und ich wollte ihnen nur mitteilen, dass ich ihnen sehr dankbar dafür bin, dass sie es nicht getan haben. Dawn Productions ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Wir haben 34 Fans dazu gewonnen. Ist es nicht herrlich? So muss es sein. Da bist du ja wieder. Ein neues Thema. Musikchirurgie. Zombies. Chirurgie. So, was haben wir noch hier? Trainieren. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Derzeit gibt es keine starken Trends. Okay. Neues Spiel entwickeln. Warte mal kurz. Neues Spiel entwickeln. Fertiggestellt Cyberpunk. Bin ich jetzt doof? Ich konnte gerade ein neues Spiel entwickeln. Forschung. Geht nicht. Neues Spiel entwickeln. Eigene Engine erstellen. Jetzt können wir die Engine erstellen. So, den Mehrspielermodus hauen wir noch rein. Die bessere Benutzererfahrung hauen wir rein. Bessere Dialoge. Level Editor. Open World. 270.000. Engine erstellen. So, ich will das hier richtig Kohle. Wir haben ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten sie mit offiziell einladen, an der größten Spielemesse der Welt, der Games Games Games, auch als G3 bekannt teilzunehmen. Mit ihrem eigenen Stand auf der G3 können sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass sich die Fans freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Na klar, nehmen wir teil. Jetzt machen wir erstmal die Spiele-Engine fertig. Weil wir müssen... Oh. Nein. Koch dein Ding wurde vom Markt genommen. 307.000 Euro Umsatz. Das ist ja nicht wirklich viel.
Die neue Engine ist fertig. Dann machen wir ein neues Spielchen. Und zwar nennen wir das Days Gone. Ist eine mittlere Produktion, ist für alle. Das Thema ist Cyberpunk. Genre ist Abenteuer. Plattform. 19,4 Marktanteile. Wer hat denn die meisten Marktanteile im Moment? Ah, wild gemixt, ne? Ah, komm, wir nehmen mal PC. PC ist immer gut. Spielengine. So, ist ja Spielengine 4. Weiter. Wir nehmen die 3D-Grafik. Entwicklung starten. So, und ab geht's. So, wir nehmen Donny Rodriguez. Donny Rodriguez statt Derek Francis. So, wir haben eine Story. Die Story muss da sein. Gameplay muss da sein. Und die Engine muss da sein. So, Engine Braden Snyder. Derek Francis geht hier rein. Ich hab's gerade nicht angeklickt, glaube ich, ne? Seitlich. Ich war wieder zu schnell. Kann das sein, Leute? Level Editor, bessere Dialoge. So. Dann haben wir Dialoge. Die müssen wir haben. Level Design, künstliche Intelligenz. Bleibt so. Wir müssen einen Knaller landen. Wir haben noch 575.000. Die Medien sind begeistert von den letzten Neuigkeiten der diesjährigen Entertainment-Messe. Überraschend hat Bonnie ein paar... einen bekannten Hersteller von Elektrogeräten, den Prototypen einer Konsole namens PlaySystem vorgestellt. Offenbar hat sich Vonnie mit Nintendo, dem Hersteller der beliebten und erfolgreichen TS- und Super-TS-Konsole, zusammengetan, um eine Konsole herzustellen, die im Grunde eine Super-TS mit CD-ROM-Laufwerk ist. Dieses wäre die weltweit erste Konsole mit CD-ROM-Laufwerk. Journalisten auf der ganzen Welt sind überrascht, dass nur ein Tag nach Vonnie die PlaySystem auf der Entertainment-Messe vorgestellt wird. Nintendo gab heute bekannt, das Projekt mit Vonnie abzubrechen und stattdessen eine neue Konsole mit einem anderen Geschäftspartner zu entwickeln. Gerüchten zufolge war der Distributionsvertrag der beiden Parteien nachteilig für Nintendo, dass sie zu viel Kontrolle an Vonnie abgeben mussten. Dies scheint das Ende der PlaySystems zu sein. Was ging ja zügig. So, wir machen einen mittleren Messestand. 500.000. Wir machen einen kleinen Messestand. Hauptsache, wir sind da. So, Grundtöne, Mono World. So, Sound muss bombastisch sein. Zack. Wir müssen mal wieder richtig Kohle verdienen jetzt hier. Aber das sieht gut aus. So, Bugs weg. Spielemesse G3. Dawn Productions. Days Gone. Mit? Was auch immer das ist. Was soll das sein? Schließen? TS wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Dieses Jahr haben 41.200 Leute unseren Messestand besucht. Dieses Jahr haben wir es nicht unter die Top 100 geschafft. Ja, aber ist doch super. Kannst du bitte mal die Bugs ausstellen? Bugs ausstellen. So. Boah, neuer Rekord. Das wird uns den Popo retten. Level 4 im Gameplay. Sehr geil. Wir haben ordentlich Forschungspunkte dazu gekriegt. Die 3D-Grafik ist aufgestiegen, der Sound ist aufgestiegen, der Don ist aufgestiegen, der Derek, der Braden, Tony Rodriguez. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Was? Das nenne ich aber meine Gehaltserhöhung. Charakterentwicklung, 3D-Grafik, V2 und Stereo-Sound. So, Forschung. Stereo-Sound. Fortsetzung. So, Forschung. Fortsetzung. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Bewertung.
könnte besser sein. Echt? Ich dachte, das wäre ein Knaller hier. Zeigt Potenzial. Was? Macht teilweise Spaß? Abenteuerspiele funktionieren gut auf dem PC. Also da hätte ich auch gedacht, da kommt jetzt ein bisschen mehr bei rum. Neues Spiel entwickeln. Ultra Sports. Mittlere Produktion. Kleine Produktion. Allen Alters, Thema, Sport, Genre. Ist einfach ein Casual Plattform. Ist der Gameling. Ist der 4 Engine, genau. Entwicklung starten. Mehrspielermodus, bessere Benutzererfahrung. Okay. So, Days Gone hat Kohle gebracht. Bessere Dialoge. Wir machen eine kleine Produktion. Das bleibt. TS wird nicht länger unterstützt. Du hast 4 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und 766.000 eingenommen. Wow. Jetzt geht aber die Post ab hier. Mit der kleinen Produktion. Guck es dir an. Das sieht doch gut aus. Ding, 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 ding. Levelaufstieg. Spiel veröffentlichen. Neue Forschung. Verbesserte KI. Tag- und Nachtzyklus. Sehr geil. Wir haben die erste Bewertung für Days Gone. Jawohl, habe es tagelang gespielt. Endlich mal wieder ein Top-Titel oben. 7. Wunderschön. Ich liebe es. Das ist auch gut. Das ist auch gut. 8 sind super. Nette Erfahrung. Schließen. Dann schmeißen wir direkt ein neues Spiel raus. Und zwar Zombie Apokalypse. Würde ich sagen, machen wir einen mittleren Titel draus für alle. Thema. Ach, wir haben gar keine Zombies. Ach nee, guck mal, wir nennen es Scrubs. Scrubs. Für alle. Thema ist Chirurgie. Genre ist Casual. Plattform. Der Marktanteil Vena, Marktanteil 21, Marktanteil Super TS, PC, 15%, 11%. Was nehmen wir denn? Super TS, 17,4% Marktanteil, PC, Spielengine, nehmen wir den, Attacke. Oh, Ultra Sports geht durch die Decke. Scrubs machen wir Engine, den Don. Gameplay machen wir Tony Rodriguez. Und Story machen wir Braden Snyder. Und okay. Komm, schmeißt hier gut was raus, Leute. Komm. Schmeißt hier was raus. So, bessere Dialoge. Mitarbeiter. Dialoge ist ganz viel. Level Design ist runter. Künstliche Intelligenz brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir den Don. Dann nehmen wir den Francis. Und dann nehmen wir den Rodriguez. Ab geht's. Days Gone wurde vom Markt genommen. Das hat auch ein bisschen Geld eingespielt. Ne? 665 war jetzt nicht der Knaller. Ultra Sports macht noch ein bisschen Moos. Spielwelt, Grafik, Sound. Sound ist jetzt nicht so wichtig. Spielwelt, Don, Snyder und Derek.
Okay. Das sollte einfach mal ein solider Titel werden. Ah, kommen noch ein bisschen Fantasien kommen noch da rein. Guck mal, sehr schön. Kommt noch was? Eins, zwei, drei, fertigstellen. Es ist kein neuer Rekord, aber... ich weiß nicht. Ich finde es jetzt gar nicht schlecht, glaube ich. Spiel veröffentlichen. Dialogbaum ist da. Wir haben hier erste Bewertung für unser neues Spiel Scrubs. Kommt eine solide 7. Geldverschwendung. 7? Macht keinen Spaß. Macht wenig Spaß. Sag nicht 1. Okay. Dieses Casual war, glaube ich, der Fehler. Publisher-Vertrag finden. Musik casual. Musik ist nicht erforscht. Weltraum ist nicht erforscht. Musik ist nicht erforscht. Cyberpunk-Rollenspiel. Lizenzgebühren 12%. Mindestbewertung 7. Spielgröße Mittel. Cyberpunk und Rollenspiel. Okay. Das nennen wir, wie nennen wir das denn? Blade Runner. Blade Runner ist immer gut. Für alle Cyberpunk-Rollenspiel-Plattformen. Nehmen wir den Gameling. Spielengine ist die 4D. So. Derek Francis geht aufs Gameplay. Story Quests. Mal ein bisschen weniger. Nachricht entschlüsseln, das ist ein ganz besonderes Angebot unseres Agenten, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen. Nein, ich will das nicht. Das geht wieder nur in die Buchse. Das ist wieder irgendeine Kacke. Und definitiv brauchen die Angestellten gleich frei. Level Design, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz geht ein bisschen hoch. Level Design, Dialoge gehen ein bisschen runter. Level Design geht hoch. Design. Level Design macht Don. Dialoge. Künstliche Intelligenz. Okay. Das muss ein Knaller werden. Wir müssen die 7 packen, Leute. Weil ansonsten haben wir ein großes Problem. Grafik. Sound muss bombastisch sein. Spielwelt muss bombastisch sein. So. Ja, das lassen wir so. Dein Konto ist im roten Bereich. Fertigstellen. Schick mir noch ein bisschen was hier. Komm, schick mir noch ein bisschen was. Punkte, 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 Punkte. Komm, Leute. Macht noch ein paar Pünktchen. Das muss bomben. Das muss bomben. Das muss bomben. Wir haben die erste Bewertung. Kommt, Leute, drückt mir die Daumen. 6! 8! Ich liebe es. 7! Ein gutes Spiel. Auf die letzte kommt's an. Macht eine 7. Wunderschön. All Games. Das ist ein 7er Schnitt. Das ist ein 7er Schnitt, Leute. Blade Runner geht durch die Decke, guckt es euch an. €322.000 Umsatz. Active Visionaires, das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Klingeling, ding, ding.
Da klingelt's im Portemonnaie. Guck mal hier, Rang 42, Blade Runner, 1,1 Millionen verkauft. Da sind wir wieder groß im Geschäft. Jetzt schicken wir die Mitarbeiter erstmal in den Urlaub, damit die sich mal ein bisschen erholen können. Kann ich auch in den Urlaub gehen? Natürlich nicht. Forschung. Forschung, Charakter entwickelt, verbesserte KI, verzweigende Erzählung, Tag-Nacht-Zyklus. Da wollen wir mal ein bisschen erforschen. Ah, und der Umsatz rollt. Und wenn wir fit sind und weiter forschen, 124 3G-Grafik. Dann machen wir gleich noch einen neuen Engine. Und dann butzen wir hier mal richtig weg. Wir machen jetzt noch die Forschung fertig. Und dann würde ich sagen, gibt es erst die nächste Dialogbaum, verzweigende Erzählung. Ah, verbesserte KI. 1,7 Millionen. So, dann forschen wir hier, neues Thema. Sport, Comedy, Chirurgie, Musik, Weltraum. So, was forschst du? Du forschst Fortsetzung, neues Thema. Piraten. So, du kannst einen Spielbericht erstellen zu Blade Runner. Du kannst einen Spielbericht erstellen zu Ultra Sports. Blade Runner wurde vom Markt genommen. 2,5 Millionen. Jawohl. Und dann werden wir jetzt gleich nochmal, und zwar jetzt, werden wir noch eine Engine erstellen. Wir nennen sie Engine Number 5. Oh. Engine Number 5. 3D V2 Engine. Verbesserte KI ist recht. Tag-Nacht-Zyklus und der Stereo-Sound. Verbesserte KI, Level Editor. Müssen wir irgendwas drin haben? Gespeicherte Spielstände, lineare Erzählung. So, den können wir rausnehmen. Lineare Erzählung kann auch raus. Und erstellen. Und ob das was bringt und ob wir in der nächsten Runde dadurch richtig Schotter machen, das sehen wir in der nächsten Folge. Deswegen lasst ein Däumchen da, einen Kommentar da, schreibt mir was rein, wie es euch gefallen hat. Ja, wie ihr das Spiel generell findet. Dieses kleine, feine Indie-Game für 9 Euro bei Steam. Und ja, nächstes Mal haben wir wieder einen neuen Publisher-Vertrag und dann geht's ab. Also, bis demnächst. Euer Kai. Haut rein. Ciao, ciao.